Hallo. Diesen Bresser Smartphone-Halter kennt ihr vielleicht schon. Der funktioniert zusammen mit eurem Telefon und einer Astro-App nicht nur am Fernglas. Dieser Halter ist genauso nützlich an eurem Teleskop. Dazu klebt ihr den Halter einfach an den Tubus. Das Handy kommt hier rein und wird dann in Blickrichtung des Teleskops gebracht. Dadurch wird es ganz einfach, den Überblick am Himmel zu behalten. Ihr könnt die Sterne, die ihr seht, den Sternbildern ganz leicht ohne Vorkenntnisse zuordnen und braucht dafür keine Sternkarte und kein Laptop. Das spart Platz und Gewicht, denn euer Smartphone habt ihr ja sowieso immer dabei. Dann kommt der Clou. Wenn ihr gerade ein schönes Motiv am Himmel gefunden habt, nehmt ihr euer Smartphone, das ihr ja immer dabei habt, und legt es auf diesen Smartphone-Adapter von Bresser. Richtet es auf die Optik aus und drückt es leicht an. Das hält. Und schon gelingen euch erste Fotos von den hellen Objekten des Himmels. Für Fotos von der Sonne sind natürlich geeignete Sonnenfilter nötig. Euer Smartphone ergibt zusammen mit diesen beiden Haltern von Bresser ein genial einfaches und kostengünstiges Set zum Orientieren und Fotografieren. Planetarium und Astrokamera in einem. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Schönen Gruß von Bresser, euer Inka. Gehen Sie ruhig durch. Ja.